Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Ark. Das Feuer brennt, die Sonne geht schon wieder auf. Ich muss einmal kurz weg. Ich bin in der Zeit nicht getötet worden, das finde ich gut. Und wenn ich das so in meiner komischen Flasche mir da so angucke, verliere ich Trinken? Habe ich undicht, habe ich schlecht hergestellt. So, jetzt kann ich aber das wieder hell. Jetzt nehme ich einfach das Ganze raus mal wieder. So, meins. Dann brennt das Feuer jetzt noch aus und ich bin immer noch im Überlegen. Ich habe doch noch Fleisch. Ha! Fleisch, ich brauche doch noch Holz. Holz, 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 da. Ich bin gerade noch am Überlegen. Jetzt bin ich raus. Kennt ihr, ne? Ich komme auf alle Fälle langsamer vorwärts, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte jetzt schon was gebaut. Aber nein, wenn ihr mich in Survival-Spielen kennt, ich brauche immer lange. So, aber es ist ja nichts Schlimmes. Ich jetzt noch mehr Dodo-Fleisch, das ist gut. Mein Inventar ist jetzt fast leer, das finde ich auch gut. Ich habe das Feuer schon wieder ausgemacht. Wenn ich einmal nur E drücke, mache ich nur das Feuer an. Lange E drücken, dann komme ich ins Inventar. Merken. So, ganz so viel Holz brauche ich jetzt auch nicht da drin. So. Ach, vergesse ich mein Holz da drin. Das ist ja noch schöner. Eigentlich wollte ich mir immer noch was zu... Klamotten, kann ich immer noch nicht. Eine Fackel brauche ich gerade nicht, ist jetzt hell. Meine Beeren gehen mal wieder kaputt, die vergammeln, wie es sich gehört. So muss das sein, genau. Ich will mich eh nicht von Beeren ernähren, ich brauche Fleisch. Wie im richtigen Leben, ich bin ein Fleischfresser. So. Jetzt komm schon. Wenn ich das hier fertig habe, dann kann ich weiterlaufen. Ich möchte jetzt doch mal irgendwie, überleg gerade, ich glaube 6 Punkte kriegt man, oder 8, wie viele Punkte kriegt man jetzt pro Levelaufstieg? Ich weiß es nicht, ob es sich lohnt, auf die Holzsachen zu warten oder ob man doch dann eher mit dem Kleinen anfängt. Die scheinen wichtig zu sein, weil die kann man wahrscheinlich, ich vermute mal, dass die wirklich an einen gebunden sind, weil die Tür kann man ja mit so einem komischen Code schließen und ein Bett ist vielleicht auch nur für eine Person selber an sich. Vermute ich mal. 100% sicher bin ich mir nicht. Und warum das Fleisch nicht fertig wird, verstehe ich auch nicht. Boah, ja ewig heute. Ansonsten, wenn man sich auf diesen Server abmeldet, ist das so, als würde man halt schlafen. Also, ich weiß nicht, wie genau das ist. Ob man da hier rumliegt und noch geplündert werden kann oder ob man halt raus ist. Und die Sachen im Inventar dann vielleicht trotzdem vor sich her gammeln. Wäre gerade dann beim Fleisch natürlich traurig. Aber irgendwie so in der Art soll das wohl sein. Das Fleisch wird nichts mehr heute, wa? Na okay, ich warte noch eine Stunde. Ist in Ordnung, ich habe ja Zeit. Mein nächstes Holz ist weggebrannt, Fleisch ist immer noch nicht fertig. Es vergammelt in den nächsten 2 Minuten. Fiber. Dann lassen wir es hier einfach nochmal weiter rum. Brutzeln und klauen und noch mehr Sachen. Ich möchte Schuhe haben, ich möchte ein T-Shirt haben. Ich möchte nicht mehr nackt durch die Gegend laufen. Also mit dem Körper, den der Typ hier hat, ne, ist oberkörperfrei natürlich kein Problem. Ja, aber nein. So. Ja, ein Stein. Man kann nie genug Steine mit sich rumschleppen. Ich möchte, also Steinmauern fände ich cool. Damit würde ich jetzt natürlich dann gerne anfangen. Warum der Typ das nicht weiß, wie sowas geht, ist eine andere Sache. Dass man die Sachen sozusagen erst mühsam freischalten muss. Ein bisschen irritierend ist das. So, warte mal. Jetzt E gedrückt halten. Ins Inventar. Und das Fleisch ist immer noch nicht fertig. Ich nehme es nochmal raus. Ich packe es wieder rein. So. Vielleicht klappt es ja jetzt. So, craftable. So, nein, habe ich schon. Ich hätte gern nochmal einen Speer. Man kann nie genug Speere haben. Haben ich ja schon festgestellt, die gehen ja relativ schnell kaputt. Wenn ich das nächste Mal auf Dodo-Jagd gehe, machen wir gleich noch einen Speer. Falls mal was anderes kommt als ein Dodo. Und was mir immer noch nicht weiterhilft, weil ich habe immer noch... Fiber fehlt immer noch. War mein Fleisch jetzt fertig? Ich habe nicht drauf geachtet. Nein. Natürlich nicht. Okay. Weiter irgendwelche Fasern sammeln. Mir ist jetzt zu warm. Ja. Immer verwirrend. Ich muss also ein schattiges Plätzchen jetzt suchen.
Gibt's nicht. Ich, alles, was irgendwie Schatten spendet, räume ich hier gerade weg. Weil, ist so. Hitzes. Nein, ich will ja nicht den Baum hitten. Ich wollte den komischen Strauch hier haben. Und einen Stein. Genau. Ne? Den Stein darf man nicht vergessen. So. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Du warst doch vorhin noch nicht da. Oder ich war einfach nur blind. Kommt bei mir ja auch mal vor, dass ich mir etwas nicht mitkriege. Ist zwar selten, aber möglich ist alles. Also E gedrückt halten, ins Inventar und mein Fleisch ist vergammelt. Du mich auch. So, scheiß Gammelfleisch. So, Feuer aus. Flamme an. Flamme aus. So, gucken. Ich kann mir immer noch keine Schuhe herstellen, aber ich habe jetzt immer ein Fiber, aber 40 Stück dafür. Ich nehme dich mit. Also, ich muss warten, bis die Zeit abgelaufen ist, dann kann ich okay drücken, dann geht es kaputt und ich nehme meine Sachen wieder mit. Immer dran denken, ist immer etwas verwirrend. So, und meine Wasserflasche tröpfelt immer noch freudig vor sich her. So, ich sollte vielleicht immer noch nicht laufen. Ich sollte immer noch gucken, wo ist der komische Dino hin. Der ist jetzt da. Das ist in Ordnung. Du bist heiß. I know. So, weiterhin Sträucher. Immer wenn ich an einem Strauch vorbeikomme, nichts in der Hand haben. Das nervt. Und so, nichts in der Hand haben. Einfach sammeln. Fiber. Kann man nie genug haben. Ich hätte gern ein T-Shirt. Ist jetzt die Frage. Normalerweise in sehr warmen Regionen haben die Leute ja immer sehr viel eigentlich an, weil das die Wärme auch abhält. Ist das hier jetzt auch so geregelt oder nicht? Also ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwo so in warmen Regionen im Urlaub wart, die laufen ja nicht in T-Shirt und kurzer Hose rum, so wie wir. Nein, die haben immer lange Klamotten an. Weil das wohl angenehmer ist, was ich mir schwer vorstellen kann, aber es ist vielleicht auch regional bedingt, ich weiß es nicht. Wenn ich bei 35 Grad in langen Klamotten rumlaufe, laufe ich nicht wirklich lange. Aber möglich ist es ja. So, jetzt nochmal hier gucken. Ja, ein Stein. Da lag wieder ein Stein hinterm Busch, toll. Ja, und gleich kommt hier bestimmt wieder irgend so ein Dino hinterm Busch her und spuckt mich an. Oder ein Dodo. Wenn ich ein Dodo finde, dann wäre ich natürlich auch glücklich. Ja! Ich hab's gesagt, ne? Stirb! Ich sehe nichts. Mein Speer ist kaputt. Gut, dass ich ein paar mehr habe. Ja. 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 Panikattacke. Ich hab's noch gesagt, ne? Aber der ist draufgegangen. Und ich habe von dem kein Fleisch gekriegt. Das finde ich viel blöder. Ich habe mich kaum erschrocken, Leute. Hat man gemerkt, ne? Ich bin die Ruhe selbst geblieben. So. Egal. Und weiter Fiber sammeln, ne? Also der Typ hier ist die Ruhe selbst. Der denkt sich, ja, okay, ich wurde gerade von einem Dino angegriffen und vergiftet und habe den brutalen Speer in den Kopf gerammt. Und jetzt pflücke ich weiter meine Fasern aus irgendwelchen Büschen. So gehört sich das. Schrecklich, schrecklich. Ne, so ein herzloser Mensch. Busch, Busch, Busch. Wachsen die Büsche jetzt nach oder nicht? Also wenn ich jetzt zurücklaufe, sind die dann wieder da oder nicht? Also merkt der Server sich das? Nein, ich möchte nicht den Stein. Okay, ignoriere den. Ja, hier sind noch mehr Büsche. Können wir auch die nehmen. Warum blendet sich eigentlich der Chat auch nicht mehr aus? Der ist jetzt die ganze Zeit da. Ich will den eigentlich weghaben. Das irritiert mein Blickfeld. Was ist du? Kann man dich auch sammeln? Nee, du bist auch nur Stein. Es kommt bestimmt gleich wieder ein Dino um die Ecke. Lass mich ruhen. Was war das denn? Hab ich jetzt Blähungen? Also das Geräusch hat mich jetzt irritiert. Es klang nicht nach einem Dino. Es klang eher so, als hätte ich leichte Probleme am Darm. Gut, aber jetzt hocke ich mich hier hinten wieder in die Ecke und hoffe, dass hier kein Dino irgendwie rumläuft und suche mir jetzt in mein Inventar erst einmal was zu anziehen. So. Funktioniert, habe genug gesammelt, kann gleich zweimal. Oh, eher nicht. Aber ich brauche einen Ersatzspeer wieder. Nehme ich bestimmt auf
Fiber habe ich noch genug. Kann ich dann noch einen Ersatzspeer machen? Machen wir gleich hier. So, drei. Mache ich noch einen? Ja, ich mache noch einen. So, fünf Speere. Reicht, falls mir noch mal jemand... Jetzt habe ich bestimmt wieder keine Fiber mehr, um dann das zu machen. Genau. Ne, ich war mal wieder zu gierig. Finde etwas, um dich abzukühlen, ja. So, Fiber haben wir wieder. So, müsste jetzt auf alle Fälle reichen. Wenn ich jetzt ein Dodo finde, damit wir Hide kriegen, habe ich sogar Schuhe. Und dann ist ja schon Luxus. Man kann wohl, das muss man aber noch gucken, hier auch alles individualisieren. Also mit Einfärben und so weiter, dass man sich vor der Masse abhebt. Also nicht jeder hat immer denselben Schund an. Das ist wohl möglich. Wie, weiß ich nicht. Hier schwebt ein Stein. Aber okay, das kommt ab und zu auch mal vor. Ich habe schon wieder kaum was zu essen. Also esse ich was. Und jetzt habe ich nur noch ein Stück Fleisch. Das heißt, ich brauche ein Dodo. Na, so. Dodos. Gibt es die vielleicht nur am Startpunkt? Fände ich deprimierend, aber möglich wär's. Eigentlich nicht, es wäre total unlogisch, wenn es Dodos nur am Startpunkt gibt. Ja, wenn du dich 50 Meter in eine Richtung bewegst, dann musst du große Dinos jagen. Denn die kleinen Dinos bleiben ja noch nicht mal liegen, dass man daraus Fleisch haben könnte. Ich kann auch mal gucken, habe ich vielleicht doch Fleisch gekriegt? Doch, ich habe doch Fleisch gekriegt. Das funktioniert bestimmt wieder vom Feuer her nicht. Habe ich überhaupt genug Sachen, um Feuer zu machen? Wäre jetzt wieder die Folgefrage. Wahrscheinlich nicht. Da hinten ist auch wieder eine Hütte und da ist eine Hütte. Also Hütten bauen die hier wie die Verrückten. Trotzdem liebe die Frage, kann ich mir ein Feuer craften? Ja. Also wirklich vorwärts komme ich immer noch nicht. Aber ich habe schon mal die Möglichkeit zu überleben. Vorausgesetzt, ich finde noch ein paar Dodos. Ich brauche was zu trinken. Trink mal was. Für wie viel reichst du denn jetzt? Okay. Gut, ich muss jetzt sowieso zum Wasser und die auffüllen. Also war das Trinken jetzt ein bisschen... musste nicht sein. Aber man muss es ja mal ausprobieren, ne? Es tropfte ja eh alles raus. Ist das da ein Dodo? Ne, das ist wieder so ein kleiner Ich-spuck-dich-an-Dino. Den mag ich nicht. So, mach das mal voll. So. Nimm den Speer, falls hier gleich wieder irgendwas kommt, was hier nichts zu suchen hat. Du bist heiß. Mhm. So. Dodos? Nein. Komische Menschen. Gleich zwei. Na hallo, ich tue euch nichts. Ich laufe hier nur rum. Und versuche am Leben zu bleiben. Ich packe meinen Speer auch weg. Ich würde euch gerne zuwinken, aber ich weiß nicht, ob solche Sachen hier funktionieren. Ich laufe einfach weiter. Ich bin ein netter, kleiner Mann, der... Guck mal, da läuft auch einer. Die Leute haben genug zu futtern. Ja, ihr mich auch. Wie macht ihr das? Wahrscheinlich nicht Dodos jagen, die es hier nicht gibt. Dodos? So, kann ich jetzt... So, ich habe jetzt ein fremdes Feuer. An einem fremden Feuer kann ich nichts machen. Ja, soll... Doch, kann ich wohl. Hab ich vorhin wohl einfach nur doof geguckt. Mal, hier ist auch wieder was kaputt gegangen. So, hier. Ich kann dich auch fallen lassen. Ich hätte dich auch ins Feuer werfen können, sondern jetzt tanzt hier unten eine Kiste mit Gammelfleisch rum. Guck mal, ich habe es nicht mal angezogen, nachdem ich es hergestellt habe. Ich bin der beste Überlebenskünstler ever. So. Ark, Fauna, ach so, ein Sattel. Okay, wenn ich Parasaurolopus. Was ist ein Parasaurolopus? Den muss ich mal gucken. Und, achso, das ist hier dieses komische Implantat in unserem Handgelenk. Ja, 74. Aha, sagt mir gar nichts. Ist in Ordnung. So, was sagt mein Fleisch? Mein Fleisch ist fertig. Gleich dahin.
Mein Feuer wieder links, so, Feuer aus. Ich weiß, ich habe jetzt das Campfeuer eigentlich umsonst hergestellt, weil man braucht es ja wohl nicht. Und ich stelle noch meinen Speer her. Also. Bringt mir das noch Erfahrungspunkte? Und nicht viel. Aber wir haben jetzt 6 Speere. Nächste Frage ist... Warum greift mich ein Riesenskorpion an? Lass mich los! Hier steckt... Was ist jetzt los? Ich bin bewusstlos. Ich habe komische Sterne am Kopf. Nein! Ein Riesenskorpion hat mich angegriffen. Nein, lass mich los! Lass mich in Ruhe! Ich bin gleich... Hilfe! Ja, das fängt ja... Ja, ist mir egal, was du bist. Du warst ein dämlicher Skorpion und hast mich umgebracht. Kacke. Ja, wie gesagt, das angesprochene, man stirbt. Können wir einen neuen erstellen? Jetzt können wir mal respawnen. Irgendwo mal anfangen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Punkte jetzt wirklich behalten, wie es meine Vermutung ist, wie ich es gelesen habe. Dann fangen wir wirklich ganz bei Null an. Ja, so. Mir ist kalt. Toll. Ich bin wieder nackt. Ich hatte gerade meine ganzen schönen... Guck mal, das Level bleibt, es bleibt. Meine Sachen bleiben. Also, auch wenn man stirbt und alles verliert, man, ja. Es könnte schlimmer sein. Es könnte besser sein. Und ich brauche wieder Fiber und Fiber und Dodos und Steine. Das lief genauso wie geplant. Ne? Wie es sich gehört. So. Genau. Klamüser dir mal hier ein paar Sachen raus. Müssen wir noch Baum nochmal kaputt hauen. Hier so einen kleinen, der reicht vielleicht. Immer sogar die Blätter gehen kaputt, wenn ich dagegen haue. Los, komm schon. Spielerbaum. Für deine Größe. So, jetzt nochmal gucken. So, was kann ich jetzt craften? Gar nichts. Weil ich keine Steine und so eingesammelt habe. Stein, 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 Stein. Wenn hier wenigstens auch mal Flints rumliegen würden, wäre ich ja schon fast glücklich. So, jetzt habe ich Steine. Ich kann immer noch nichts herstellen, weil, was brauche ich denn? Nochmal ein Baum. Okay, das kriege ich hier. Au, au, ja, ich weiß, meine Lebensenergie geht runter, weil ich auf den Baum einkugel. Das macht man ja auch nicht. So, nochmal. Böser Baum. Aber bevor ich mich jetzt endgültig kaputt mache, ich glaube, ich kann es aber schon herstellen, ne? Eine Spitzhacke. So, einmal herstellen. Mein Inventar sieht übrigens auch weiterhin so aus, wie es sein sollte. Also meine Schnellleiste. So. Warte, dann mache ich halt mit dir. Das tut nicht so weh an der Hand. Also, ja, ich habe was in der Hand und kann deswegen keine Büsche kaputt machen. So. Fiber, irgendwelche Sachen. Das klang schon wieder so, als würde jemand rumpupsen. Da hilft's doch nicht. So, wir brauchen einen Stein, denn ich brauche Flint. Flint Hammerhead. Oder wie hieß der nochmal? Ach, keine Ahnung. So, habe ich Flint. Riesige Brocken, die hier durch die Gegend fliegen. Und jetzt kann ich hoffentlich auch das nächste herstellen. Nein, kann ich nicht, weil wir immer noch zu wenig Bäume gehauen haben. Läuft. Geh drauf. Ich brauche Zeug. So, jetzt. Eine Axt. Mit der kann man sich dann wirklich schon wieder halbwegs verteidigen. Und für die Klamotten brauche ich wieder unglaublich viel Fiber. Und wenn ich irgendwo ein Dodo finde, dann wäre das auch cool. Jam, 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 jam. So,
Da die Folge jetzt sowieso vorbei ist, werde ich einfach mal noch ein bisschen weiter hier rumsammeln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.